Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und zu einem neuen Pferdekauf. Ich hoffe, ich höre mich nicht ganz so schlimm an. Die meisten von euch haben es ja schon in meiner Story gesehen, dass ich krank bin. Mich hat die Erkältung erwischt und ja, ich mache aber jetzt trotzdem für euch ein kleines Video und ich würde sagen, wir schauen uns einmal die Pferde an. Und ich habe euch ja schon im Teaser-Trailer gesagt, wer mein absoluter Favorit ist. Und zwar ist das dieser Buckskin, belgisches Warmblut. Und ich finde ihn einfach mega, mega hübsch. Das belgische Warmblut hat eine Stärke 1, Disziplin 2, Ausdauer 1 und Agilität 3. Und wir haben hier auch noch ein paar andere Farben, die finde ich auch sehr, sehr hübsch. Es gibt ein besonderes Pferd hier, das steht in Fort Pinta. Das ist das All-In. Das ist ja nach einem echten Pferd inspiriert. Ich kann es jetzt gerade hier nicht sehen, aber wir schauen da gleich auf jeden Fall auch nochmal vorbei. Ja, der Schimmel ist jetzt, der ist wunderschön, aber irgendwie ist es nicht so meins. Ihr wisst, ich möchte unbedingt den Buckskin kaufen, weil ich fand den einfach wunderschön schon im Teaser-Video. Wir schauen uns auch gleich die Gangarten an und alles und die Frisuren. Und ich würde sagen, wir kaufen den kleinen Schatz. Und ja, ich war mir nicht sicher, welchen Namen ich nehmen soll, weil ich das einfach total schwierig finde, das wisst ihr bei mir. Ich schaue einmal kurz, ob der Name da ist. Und dann würde ich sagen, geht's gleich weiter. Meine Lieben, ich habe den Namen gefunden und die kleine Maus soll Nebula heißen. Nebula heißt, also das ist eine Bedeutung der Astronomie und steht für verschiedene Objekte dort. Hat auch was mit dem Nebel zu tun. Fand ich auf jeden Fall mega, mega schön. Ist auch mal was anderes. Ich weiß nicht, wie ihr den Namen findet, aber habt ihr euch eigentlich ein belgisches Warmblut gekauft? Wenn ja, wie habt ihr es genannt und welches habt ihr geholt? Wie gesagt, der Buckskin, der hat es mir mega angetan. Ich fand ihn im Teaser-Trailer schon mega, mega süß. Allein hier auch schon mit dem Schnuffel und ja, ich finde es einfach mega, mega süß und wir kaufen den kleinen Schatz jetzt. Es tut mir so leid, ich habe irgendwie, ja. Ja, da ist der kleine Schatz und schaut mal bitte. Nebula ist wirklich unglaublich hübsch und wir reiten die kleine Maus jetzt. Und oh mein Gott, sie ist wirklich unglaublich hübsch, gefällt mir sehr. Dann habe ich gestern noch in meiner Story gepostet, wir haben ja ein paar neue Accessoires und Kleidung bekommen. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal die Kleidung für uns an, weil ich fand die einfach mega, mega schön. Wir haben so schöne Sachen bekommen. Wir haben hier eine richtig schöne Hose, Röcke, Handschuhe und ganz coole Pullover auch. So richtige Rollkragenpullis. Auch richtig schön mit so einer Kette drauf. Finde ich wirklich mega cute. Den hier finde ich auch sehr, sehr schön. Vor allem, das ist so in so Herbstfarben gehalten und ich finde es echt schön. Ich weiß, ich fand diese Kombi eigentlich mega cool. Man kann ja wirklich sehr schön variieren. Ja, ist fast eintönig, aber mir gefällt es halt total. Man könnte jetzt auch hier mit so einem Pulli gehen. Was ich auch echt schön finde, hier hat man so einen kleinen Kontrast. Aber ich finde das doch dann sehr, sehr cute. Und ich würde sagen, wir kaufen uns den Pulli. Ich habe jetzt, ja, ich kaufe es jetzt halt mit Star Coins. Ja. Und ja, ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Wie gesagt, meine Stimme ist angeschlagen, weil meine Nase zu ist und es ist voll anstrengend. Ich finde diese Mütze auch mega, mega süß. Aber ihr wisst, ich liebe meinen Hut, deswegen bleibt mein Hut. Und ja. So, dann schauen wir für unsere wunderschöne Nebula, was wir da Schönes haben. Und wir haben hier einmal dieses wunderschöne Zaumzeug, was ich wirklich sehr, sehr hübsch finde. Wie heißt das denn? Herbst-Akademiker-Zaumzeug.
Okay, sieht auch mega schön aus. Satteldecke haben wir auf jeden Fall auch ein paar neue bekommen. Die haben hier auch so einen weißen Rand, was ich auch mega süß finde. Sättel haben wir diesen hier. Der ist auch wirklich mega, mega hübsch. Aber ich finde, die Satteldecke gefällt mir nicht dazu. Ich weiß nicht. Also den Sattel finde ich mega gut. Was haben wir denn noch? Ihr könnt mir sehr, sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, ob ihr euch das gekauft habt oder nicht. Also ich finde das Set ja wirklich echt süß. Ich glaube, ich würde es jetzt auch so kaufen, wie es ist. Ja, sieht mega cool aus. Es tut mir leid, meine Starcoins sind leider dann irgendwie weg. Aber wir kaufen das jetzt einfach, weil ich finde es wirklich echt mega süß. Den Sattel kaufen. Sorry, meine Stimme. Und ja, Glückwunsch, wir haben das jetzt alles gekauft. Ich würde sagen, wir statten die kleine Maus auch mal direkt damit aus. Und das sieht doch wirklich echt mega, mega hübsch aus, oder? Was sagt ihr? Schaut mal bitte. Okay, mein Outfit fehlt noch. Hätte ich auch direkt anziehen können. Ich bin wirklich echt, ja, ihr seht's, ich bin komplett müde, kaputt. Aber ich dachte mir, ich mache das Video auf jeden Fall für euch. Und schaut mal bitte, das sieht wirklich so, so gut aus. Wow, es gefällt mir wirklich unglaublich gut. Ich mache ja hier total gerne so Bilder immer. Auch mit der Schärfentiefe, das ist echt mega, mega cool. Wow, sieht auf jeden Fall echt mega gut aus. Ja, und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt gleich einmal die Gangarten an und dann sehen wir uns. Wir sind jetzt hier gerade angekommen auf dem Platz und wir schauen uns einmal die Gänge an und es sieht auf jeden Fall mega, mega cool aus. Das belgische Warmblut ist ja ein sehr, sehr sportliches Pferd und es kann auf jeden Fall sehr, sehr hoch springen, wie ich finde. Und es ist auch mega, mega schnell. Schaut mal bitte. Und den Stopp, den finde ich einfach mega, mega süß. Wir schauen uns mal an, wie es aussieht, wenn wir die kleine Maus führen. Oh, schaut mal bitte, wie schön das aussieht. Und da war noch ein belgisches Warmblut. Und ich finde es mega schön, vor allem unser Outfit, ich bin hin und weg. Also dieses Outfit würde ich auch wirklich draußen auch anziehen, weil ich es einfach mega schön finde. Es passt einfach alles unglaublich gut zusammen. Wir schauen uns gleich noch einmal die Frisuren an. Ich weiß noch nicht, ob ich es ändern werde, weil eigentlich gefällt mir die Frisur richtig, richtig gut. Und ja. Schaut mal bitte, wie gut sie springt. Und das Stopfen ist echt mega cute. Das Steigen finde ich auch echt sehr, sehr nice. Also, Nebula ist wirklich wunder, wunderschön. Schaut mal bitte. Das ist unglaublich süß. Also, wow. Ich bin hin und weg. So, wir gehen jetzt einmal zum Friseur. Und schauen uns da einmal die verschiedenen Frisuren an, was es da auch gibt. Und ich bin schon gespannt, ob ich sie ändern werde oder nicht. Wir haben hier einmal die Zöpfchen. Da, oh, die finde ich aber halt immer süß, aber die habe ich halt immer. Das sind zwei verschiedene Arten von Zöpfchen. Ich glaube, nach drinnen und nach draußen gebunden. Ich kenne mich mit den Zöpfchen jetzt nicht so gut aus. Hier haben wir die ganz kurze Mähne und die Stehmähne. Ich würde aber sagen, ich glaube, ich lasse die normale Mähne, weil sie mir einfach am besten gefällt, würde ich sagen. Ich weiß ja nicht, was euch gefällt. Ja. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich muss gleich noch ein paar Sachen vorbereiten.
Denn morgen hat meine kleine Prinzessin Geburtstag. Wir haben nämlich nur 3 Tage Unterschied. Am 21. habe ich dann Geburtstag. Vergesst nicht, beim Giveaway mitzumachen. Das wird nämlich dann am 21. ausgelost. Ja, und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst sehr, sehr gerne ein Like, einen Kommentar oder ein kostenloses Abo da. Und dann sage ich bye bye.